Was ist der Gedanke? Diese Frage wird euch niemals wissenschaftlich beantwortet werden können, solange die Forschenden selbst nicht in geistiges Wissen eindringen, solange sie nur rein verstandesmäßig sie zu lösen suchen, denn der Ursprung der Gedanken ist das geistige Reich. Es sind Ausstrahlungen aus dem geistigen Reich, die euch Menschen wie Wellen umkreisen und nun je nach euren Willen aufgenommen oder verdrängt zu werden. Es sind Ausstrahlungen, die eure Denkorgane berühren und sie in Tätigkeit setzen, wenn ihr bereit seid dazu, das heißt willensmäßig den Kontakt aufnehmt mit den Wesen, die euch anstrahlen. Es ist ein Kräfteaustausch und Vorgang, der aber von zwei Seiten aufgezogen wird, dem Willen des Menschen es aber überlassen bleibt, mit welcher Seite er den Kontakt herstellt. Ihr müsst wissen, dass ihr so geschaffen wurdet, dass alle Organe eine bestimmte Tätigkeit zu verrichten haben und für jede Funktion sind besondere Organe vorhanden, die nun dem Willen des Menschen entsprechend arbeiten, zum Teil auch noch dem Naturgesetz unterliegen, weil sie eine lebenerhaltende Funktion ausüben. Ihr müsst ferner wissen, dass euch für die Dauer eures Erdelebens eine gewisse Freiheit zugebilligt wurde, was darin zum Ausdruck kommt, dass die Funktion bestimmter Organe von euren Willen abhängig ist, weil diese sich im Erdeleben erproben und bewähren soll. Und dazu gehört auch eure Verstandestätigkeit, die ihr selbst entwickeln könnt, wozu aber auch eine Denkfähigkeit euch gegeben wurde. Diese Denkfähigkeit besteht aber nicht darin, dass ihr selbst die Gedanken erzeugt, sondern ihr müsst etwas euch Zustremmendes, etwas Geistiges, das euch ständig wie Wellen umspült, Kraft eurer Denkfähigkeit auf euch einwirken lassen. Ihr müsst die Gedanken, die euch zuströmen, aufnehmen und nun mit eurem Verstand verarbeiten, aber es steht euch völlig frei, ob und welche Gedanken ihr aufgreift, doch der Wille und die Wahl ist entscheidend für eure seelische Aufwärtsentwicklung. Gedanken sind geistige Kraftausstrahlungen, die in unvorstellbarer Lichtfülle ausgehen von Gott selbst. Empfangen werden es von Lichtwesen, die wieder mit den Empfangenen zu beglücken suchen und so unentwegt ein Weiterleiten an alles Wesenhafte, Denkfähige bedeutet. Doch auch der nummerige Fürst der Finsternis war einst Licht- und Kraftempfänger. Auch er leitet Ausstrahlungen von sich aus dem Wesenhaften zu. Und so wird der Mensch als denkfähiges Wesen Gedankenströme von beiden Seiten entgegennehmen können. Die Anstrahlungen guter und schlechter Kräfte werden sich immer als Gedankenwellen äußern. Es wird der Mensch stets die Gedanken annehmen, die seinem Willen entsprechen. Es werden niemals Gedanken einen zwingenden Einfluss ausüben, sondern nur dem Willen und Wesen des Menschen entsprechend sich vordrängen oder zurückgewiesen werden. Niemals aber ist der Mensch selbst Urheber seiner Gedanken. Niemals hat er die Fähigkeit, diese Gedanken selbst zu produzieren, wenngleich er oft davon überzeugt ist, dass alles eigenes Geistesprodukt ist, was er durch Verstandestätigkeit gewonnen hat. Er nützt nur die ihn umkreisenden Gedankenwellen aus und kann sie auch in einem sehr hohen Maß ausnutzen, Kraft seiner Denkfähigkeit, die ihm von Schöpfer verliehen ist. Und es werden lichtvolle Gedanken immer wieder in einem Menschen auftauchen, der sich mehr den finsteren Gedankenströmungen zuwendet.
Doch niemals werden sich Gedanken, ganz gleich welcher Richtung, festsetzen in den Denkorganen wider den Willen der Menschen. Und das ist seine eigene Funktion, zu wählen, mit welchen Gedanken er sich befassen will. Denn der Mensch ist nicht gezwungen, sich den ihm zuströmenden Gedankenwellen zu öffnen, kann also in einer gewissen Denkträgheit die Gedanken zurückweisen, wie er andererseits aber auch Gedanken aufgreifen kann, die ihm von unten zugehen, also schlecht und wertlos in ihrem Inhalt sind. Immer ist es sein Wille, der die Richtung der Gedanken bestimmt und auch den Ursprung. Gedankenströme aus der lichtvollen Welt werden, so der Wille des Menschen bereit ist, sie anzunehmen, gleichzeitig eine Kraftwirkung haben, indem die Denkfähigkeit des Menschen sich verschärft und geklärt ist. Wer sich also gedanklich mit geistigen Fragen beschäftigt, der nimmt gleichsam von Wesen des Lichtreiches diese Fragen entgegen. Die Gedankenwellen lösen in seiner Seele ein Verlangen aus, Aufklärung zu erhalten. Dieses Verlangen wird von den Denkorganen ergriffen und von diesem Moment an erst den Verstand des Menschen bewusst. Und nun hat er den Kontakt hergestellt mit den Wesen, das ihm die Ausstrahlung zusandte, das im Auftrag Gottes oder auch im Auftrag seines Gegners seine Tätigkeit ausführt, Licht oder Finsternis zu verbreiten. Jeder Gedanke ist die Entäußerung eines im Dienst Gottes oder seines Gegners stehenden Wesens, doch niemals eigenes Erzeugnis des Menschen, denn selbst in Vollkommenheitszustand, der einst im geistigen Reich, strahlt das Wesen immer nur aus, was er aus dem Quell von Gott selbst bezieht, als Liebekraft, die höchste Weisheit in sich schließt. Aus der Verschiedenheit des Denkens der Menschen geht hervor, dass endlos viele verschiedene Wissensgrade die geistigen Wesen unterscheiden, dass sie aber alle Zugang haben zu den Menschen, weil dessen Wille selbst sich schützen kann vor Irrtum oder mangelhaftem Geistesgut und weil Gott auch seinem Gegner das gleiche Recht zubilligt, auf den Menschen einzuwirken, des Willensentscheides wegen, der Zweck und Ziel des Erdelebens als Mensch ist. Die Denkfähigkeit des Menschen kann auch die verschiedenen Gedanken gegeneinander abwägen. Es kann der Mensch folgen und sein Wille kann durch diese Folgerung auch die erst angeschlagene Richtung ändern und sein Verstand wird sich wehren gegen unwahres Gedankengut, so wie er guten Willens ist. Denn das Bemühen der Lichtwesen, die in vollster Wahrheit stehen, wird nie aufhören, den Menschen rechte Gedanken zuströmen zu lassen, die ihnen zur Betreuung übergeben sind, denn das ist ihre Mission, Licht und Wahrheit zu verbreiten und die Finsternis zu verjagen, der sie gewissenhaft nachkommen. Und ein Herz, das sich öffnet, ein Mensch, der die Wahrheit begehrt, wird einen Gedankenreichtum empfangen dürfen, den in ihm Widerhall findet. Die Ausstrahlungen aus dem Lichtreich werden helles Licht auch in ihm selbst entzünden. Es wird der Mensch glauben, durch eigenes Nachdenken zu den Ergebnissen gelangt zu sein, was jedoch nur insofern richtig ist, als dass er nun seine Denkfähigkeit ausgenutzt hat, um sich das zum geistigen Eigentum zu machen, was zuvor ihm zugeströmt ist und ihm nun aber verbleibt, dass auch er wieder ausstrahlen können wird, so er im geistigen Reich zu beglückender Tätigkeit zugelassen ist.
Amen.